Yo Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute werden wir mal etwas auspacken und testen, was ich vorher so in der Art noch nie getestet habe, und zwar ein Safe, einen kleinen Tresor. Ich habe schon mal ein paar Videos mit Tresoren oder Safes gemacht, wo ich getestet habe, wie stabil die sind oder auch ähnliches, ihr wisst, was ich meine. Ja, und heute wird es mal etwas anders sein, wir werden das Ding mal etwas genauer unter die Lupe nehmen, auspacken und eben testen. Ich habe hier heute den Gun Safe, Gun Tresor von Master Lock. Das Besondere an diesem Teil ist auf jeden Fall, dass man den mit einem Fingerabdruckscanner öffnen kann. Das finde ich wirklich sehr interessant. Und ansonsten hat der so ca. 180 Euro gekostet, also schon etwas teurer. Ist nicht so ein billiger Tresor, aber jetzt auch kein sehr teurer Tresor. Ich bin schon gespannt, was der so kann. Habe ich ganz normal bei Amazon bestellt. Falls ihr euch dafür interessiert, Link ist in der Beschreibung. Und bevor wir ihn gleich auspacken, gehen erstmal liebe Grüße raus, und zwar an Puffy Puff Puff, Remsi und Ben7002. Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, hinterlasst einfach einen Kommentar. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei. Und ansonsten, Freunde, falls ihr noch mehr solcher Tresor-Reviews sehen wollt, falls ich das nochmal machen soll, mal einen anderen Tresor bestellen soll, lasst einen Daumen hoch da. Und ansonsten würde ich mal sagen, öffnen wir das Teil jetzt erstmal und schauen, was sich da drin so alles befindet. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut verpackt aus. Und der Karton hier, der ist auch nicht gerade leicht. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal zwei Schlüssel, die ich leider nicht rausziehen kann, weil die, wie es aussieht, in dem Tresor feststecken, in dem Safe. Holen wir das Teil einfach mal raus. Und ja, das ist schon ein echt ordentlicher Apparat. Ich habe mir das Ganze, um ehrlich zu sein, etwas kleiner vorgestellt. So sieht das Ganze auf den ersten Blick aus, wenn man es auspackt. Und ja, man könnte das jetzt Tresor nennen, aber auch Geldkassette kann man hier auch so hinstellen. Steht auf jeden Fall wirklich sehr gut da. Erinnert mich irgendwie an eine Festplatte. Ich würde mal sagen, wir holen jetzt erstmal ganz kurz einen Schlüssel raus und öffnen den hier. Also das Besondere... Oh, habt ihr das gesehen? Das Ganze muss ich jetzt nochmal machen. Machen wir den hier erstmal zu und zieht euch das mal rein. Ich stecke den Schlüssel rein, mache den auf und hört mal ganz genau hin. Der geht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut auf. Hier haben wir so eine Gasdruck. Ich weiß gar nicht, wie man das Teil nennt, aber das arbeitet mit Gasdruck, soweit ich weiß. Und geht wirklich sehr, sehr schön auf. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Ja, das Besondere an dem Tresor ist auf jeden Fall, dass er hier eben einen Fingerabdruckscanner hat. Den werden wir gleich installieren. Dann kann man den auch öffnen mit Hilfe eines Codes hier oder mit einem Schlüssel. Also es gibt drei Möglichkeiten, ihn zu öffnen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Auf einer Seite etwas unnötig. Ich meine, ein Schlüssel würde auch reichen. Aber das mit Fingerabdruckscanner, das finde ich echt eine coole Sache. Habe ich vorher so noch nie gesehen. Und ansonsten würde ich mal sagen, ich lese mir jetzt mal kurz die Anleitung durch, beschäftige mich mal ein bisschen mit dem Teil und dann schauen wir uns den erstmal ein bisschen genauer an. Okay, ich habe die Anleitung studiert. Machen wir den Safe erstmal auf. Ich finde diesen Öffnungsmechanismus echt ziemlich gut. Das hier muss rausgenommen werden. Und ansonsten befindet sich das Batteriefach hier vorne. Das kann man dann auch nochmal hier rausziehen. Da kommen insgesamt 4 AA-Batterien rein. Leider wurden die nicht mitgeliefert. Das finde ich echt ziemlich schade. Ich meine, bei einem Preis von 180 Euro hätte man ruhig mal Batterien reinlegen können, ne? Da muss man nicht unbedingt so geizig sein. Aber naja, Batterien sind ja nicht so teuer. Hat man auch normalerweise immer im Haushalt mit drin. So, stecken wir die letzte Batterie hier noch rein. Alles klar. Das Ding leuchtet schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Die Batterien haben Saft. Und ansonsten befindet sich dann hier drinnen noch ein Knopf. Ich versuche euch das mal hier irgendwie zu zeigen. Ah, jetzt sieht man es. Da ist auf jeden Fall so ein kleiner blauer Knopf. Den müssen wir jetzt auf jeden Fall halten. Und dann können wir hier diesen Zahlencode eingeben. So, drücken wir das schöne Teil mal und halten das. Dann sollte es so ein paar Sekunden dauern. Und die Tasten sollten aufleuchten. Jetzt können wir auf jeden Fall einen neuen Code eingeben. Ich mache hier mal 2, 2, 2, 2, 2, 2. Also 6-mal die 2. Wie das aussieht, wurde der Code jetzt bestätigt. Das Ganze testen wir jetzt natürlich nochmal. Wir machen den hier wieder ganz normal zu. Und jetzt probieren wir den mal so aufzumachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ah, okay. Ganz am Anfang hat er nicht reagiert. Wie ihr sehen konntet, hat das geklappt. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal. Also, Tastatur ist aktiviert. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam. Gut, das funktioniert schon mal. Jetzt richten wir uns den Fingerabdruckscanner ein. Das bedeutet, wir müssen hier nochmal diese kleine Taste halten, bis das Lämpchen leuchtet. Okay, doch nicht bis das Lämpchen leuchtet, bis das Ding funktioniert. Dann halten wir das mal hier, ziehen wir den so durch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Das muss man so ungefähr 5 bis 10 Mal machen. Also der speichert den Fingerabdruck dann ein. Okay, ich denke mal, jetzt sollte das Teil schon aktiv sein. Oder vielleicht auch nicht. Ich ziehe mal zur Sicherheit noch ein bisschen weiter durch. Aber er hat gerade dreimal geblinkt. Das bedeutet, das sollte echt schon aktiv sein. Man kann nämlich 2 Fingerabdrücke speichern. Das ist ziemlich cool, denn so kann man beispielsweise seinen Fingerabdruck speichern und dann auch noch den von seinem Beziehungspartner. Okay, jetzt war es rot. Ich weiß nicht, wieso es rot war. Aber machen wir einfach mal zu. Testen das Ganze. Ziehen den einfach mal durch. Oh, es funktioniert. Das ist echt eine coole Sache. Halten wir nochmal den anderen Finger dran hier. Ziehen den durch. Das geht nicht. Nee, nee, nee. Da sagt der Kollege nein. Ziehen wir den hier jetzt nochmal durch. Den anderen Finger und bam. Das geht auf jeden Fall auf. Und ich glaube, ich konnte den anderen Finger nicht speichern, weil es einfach der gleiche war wie der davor. Und soweit ich weiß, kann man nicht 2 gleiche Fingerabdrücke speichern. So. Geile Sache. Wir haben den jetzt auf jeden Fall schon mal eingerichtet und installiert. Und Freunde, bitte sagt niemand meinen Zahlencode weiter. Ich will nicht, dass jemand mein Safe knackt, okay? Probieren wir das hier nochmal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das funktioniert ohne Probleme. Schlüssel funktioniert auch ohne Probleme. Also der hat hier wirklich 3 Systeme, um den aufzumachen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Das Fach kann man jetzt wieder hier reinstecken. Das Batteriefach. Und verschließen. Zack. So. Hier drin befindet sich normalerweise hier diese Form noch. Das bedeutet, man hat hier verschiedene Fächer, um was reinzustecken. Ansonsten finde ich, der ist sogar ziemlich groß. Also ich zeige euch das mal. Hier ist meine Brieftasche. Die passt da locker rein. Reisepass und sowas würde ich auch locker reinpassen. Hier mein Smartphone. Das kann ich auch locker reintun. Dann hier irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht wichtig wären. Könnte man auch noch hier reinlegen. Passt echt alles ohne Probleme rein. Hier hat er nochmal schön Schaumstoff dran. Finde ich echt gut. Also da ist auf jeden Fall genug Platz drin. Testen wir mal ganz kurz, ob Johnny da reinpasst. Und oh, das sieht schlecht aus. Ich muss dazu auch sagen, Johnny hat ein bisschen zugenommen. Ja, Weihnachten gab es viel zu essen. Leider passt er nicht da rein. Das bedeutet, machen wir weiter. Aber was hier definitiv reinpasst, sind Johnny seine Leckerlis. Und wenn die erstmal da drin sind, ach, da kommt er nicht mehr so leicht dran. In dem Tütchen hier waren noch 2 Schrauben drin. Das bedeutet, man kann den Tresor auch an der Wand durch diese Löcher festbohren. Um ehrlich zu sein, finde ich das gar nicht so gut, weil das sind jetzt nicht so heftige Schrauben. Der wird nicht so gut an der Wand halten. Den kann man dann auf jeden Fall abziehen. Also ich halte das nicht für so sinnvoll. Ansonsten durch diese Löcher kann man auch mit Spezialwerkzeug das Ding hier aufmachen, eventuell das Ding rausziehen und den Knopf betätigen. Also ich weiß nicht, wie gut das möglich ist, aber es gibt Tresore, da kann man durch die Löcher auf jeden Fall den Knopf betätigen. Das ist immer sehr gefährlich bei so digitalen Tresoren, die man an die Wand befestigen kann. Das finde ich nicht so cool. Ich glaube, das ist hier eine Sicherheitslücke. Und was ich an diesem Tresor auf jeden Fall auch nicht so gut finde, ist, schaut euch mal diese Schlüssel an und dieses Schloss. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, der ist wirklich sehr leicht zu knacken. Also ich bin mir echt wirklich sehr sicher, dass dieser Tresor mit diesem Schloss durch dieses Schloss sehr leicht zu knacken ist. Also meiner Meinung nach nicht so perfekt geeignet ist, um da seine Wertsachen zu verstauen. Ja, aber ansonsten Fingerabdruckscanner. Finde ich wirklich ziemlich cool. Den Code finde ich ziemlich cool. Und so vom Design her, wie er aufgebaut ist, finde ich den auch ziemlich cool. Sieht auf jeden Fall gut aus, macht einen guten Eindruck, gefällt mir. Aber sicherheitstechnisch, ich glaube, für den Preis bekommt man da schon etwas Besseres. Also finde ich nicht so gut. Wenn man irgendwie was sucht, was cool aussieht und so, dann kann man sich das hier schon mal gönnen. Aber ansonsten, wenn es euch rein um die Sicherheit geht,
boah, durch dieses Schloss hier und diese Schlüssel kann ich den euch eher nicht empfehlen, aber ich finde im Großen und Ganzen ist es echt ein interessantes Teil, gerade wegen diesem Fingerabdruckscanner. Ich finde, und durch diese Öffnung, das hat irgendwie sowas James Bond-mäßiges an sich oder sowas. Also deswegen finde ich den schon ziemlich cool, aber sicherheitstechnisch finde ich den auf jeden Fall nicht so gut. Ja, Freunde, das war's mit dem ganzen Review. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Für 180 Euro hätte ich sicherheitstechnisch schon etwas mehr erwartet, als was ich hier bereits angesprochen habe. Aber ansonsten finde ich den echt designtechnisch und von der Idee her ziemlich cool. Wenn ihr wollt, dass ich mit dem ein paar Schadentests mache, den versuche aufzuknacken, dann lasst mal einen Daumen hoch da, dann werde ich mir das überlegen, falls ihr Lust darauf habt. Und ansonsten, falls ihr noch mehr Tresore sehen wollt, könnt ihr die mir gerne in die Kommentare posten. Wenn das gut bei euch ankommt, wenn da Interesse besteht, werde ich mal wieder einen anderen Tresor bestellen. Und ansonsten würde ich mal sagen, das war's mit dem heutigen Review. Machen wir das Teil zu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ihr wisst Bescheid, hier gibt es täglich Videos. Hier könnt ihr noch weitere Videos anschauen. Also bis dahin, ciao.